Ja, ich heiße Jonas, ich bin der Gärtner vom Pflanzgarten hier in Hitzacker von der Solawi. 0,9 Hektar ist die insgesamte Anbaufläche und etwa 400 Quadratmeter haben wir in den Folientunneln. Heute ist eine Aufbauaktion. Wir haben den zweiten Folientunnel heute aufgebaut mit der Hilfe von einigen Mitgliedern. Das ist hervorgegangen aus einer Solawi, die vor 2 Jahren gestartet ist, dann aber nach einem Jahr wieder also nicht weitergegangen ist. Einige der Mitglieder haben da irgendwie Blut geleckt und gemerkt, ja, wir wollen gar nicht mehr ohne eigenes Gemüse so. Wir haben dieses Projekt eigentlich gestartet aus verschiedenen Motivationen heraus. Das eine ist ganz klar Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität. Wir haben einfach eine Stellenausschreibung aufgegeben, die ist halt weit zirkuliert worden und hatten dann erstaunlicherweise doch durchaus eine ganze Menge Resonanz. Hatten aber vor allem halt von Jonas dann diese Bewerbung, die er von seinem Weg aus Portugal, glaube ich, nach Deutschland, aus Südfrankreich schickte und dann auch gleich sagte, okay, und ich bin dann nächste Woche in Hitzacker und der fand dann auch hier gleich eine Wohnung und es ging alles wahnsinnig schnell und es zeigte uns eigentlich, okay, das ist der Richtige. Wir sind jetzt bei 55 Ernteanteilen und eigentlich alle kommen aus Hitzacker, vielleicht ein, zwei aus Dannenberg oder so. Vor 40 Jahren, 43 Jahren bin ich Demeter Gemüsegärtner geworden, habe eine Ausbildung da drin gemacht und bin eigentlich so die klassische Bio-Gemüsegärtner Szenerie durchlaufen, hatte auch mal einen eigenen Betrieb angefangen. Und für mich war letztendlich die Schwierigkeit, größte Schwierigkeit, ich habe in jedem Salatkopf nur noch gesehen, das ist jetzt eine Mark oder ein Euro. Und den Bezug zum Lebensmittel oder zum Produkt eigentlich ein bisschen verloren, weil wirklich das Geld so eine große Rolle spielte. Also eigentlich ist es ja so, dass der Weltmarkt die Preise vorgibt für landwirtschaftliche Erzeugnisse und dann die Erzeuger gucken müssen, ob sie das zu dem Preis produzieren können. Und wenn sie es nicht können, dann gehen sie eben pleite und geben ihre Landwirtschaft auf. Aber wenn sich Menschen zusammentun und gemeinsam neue Strukturen aufbauen wollen, wie wir das eben hier machen und auch mit Idealismus und auch mit Zugeständnissen, dann kann man das ja auch quasi umdrehen, dass wir sagen, was uns wichtig ist, wir möchten gerne Lebensmittel, die hier lokal erzeugt werden und wir möchten, dass die eben nicht mit Kunstdünger gedüngt werden und dass keine Pestizide draufkommen, die wir dann nachher mitessen oder die ins Grundwasser gehen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil wir als Konsumenten erzogen worden sind und natürlich dann immer in den Warenkorb gucken und überlegen, ist es jetzt das, was ich da bezahlt habe, oder ist es weniger, oder ist es vielleicht mehr? Also dieses Vergleichen und wir eben mit dieser Initiative auch umlernen, dass wir uns, ja, dass wir als solidarische Gemeinschaft gemeinsam eben was tragen und was aufbauen. Die Mitglieder bezahlen ihren Anteil pro Monat. Ich kriege mein festes Gehalt und ich brauche mir darüber keine Sorgen zu machen. Und gleichzeitig, also es hat eben so beides, ne? Also ich habe diese finanzielle Sicherheit und ich kann eben auch jetzt, dadurch, dass es eine Verbraucherinitiative ist, bin ich nicht derjenige, der meine Idee oder mein Produkt verkauft, sondern die haben mich engagiert, um ihr Projekt zu machen. Und andererseits hat es eben diese soziale Komponente, sage ich mal, irgendwie so liefern zu müssen und unter diesem Druck zu stehen, was man auch nicht unterschätzen darf. Einer wäre jetzt hier völlig überfordert. Ja? Der Jonas als Gärtner, verantwortlicher Gärtner hier, könnte nie da sein, wo wir jetzt stehen, wenn nicht noch ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Menschen dahinter stehen, die mit Begeisterung das Ganze mittragen. Durch diese starke Sichtbarkeit, auch liegt ja auch direkt die Fläche an einer vielbefahrenen Straße, kennt uns jeder. Und jeder nimmt es auch wahr und jeder nimmt Anteil. Das ist wirklich ganz überwältigend, wie viel positive Resonanz wir bekommen haben. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir hier sehr positiv auch mit den Landwirten vor Ort zusammenarbeiten. Solawi zu machen bedeutet einfach, ist eine super Chance, halt ein richtig cooles kommunales Netzwerk aufzubauen.
Und zwar ohne viel Gelaber, sondern einfach wirklich hast du mal, kannst du mal. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen dann spannend, wenn man das auch verbindet halt, wie hier zum Beispiel im Coworking Space. Wir machen hier jetzt die Jungpflanzenanzucht, weil sie tatsächlich zeigen, was passiert in der Stadt oder dass etwas passiert. Und es ist sehr anschaulich. Die Leute bleiben halt, wie ich schon sagte, bleiben halt viel stehen hier, gucken sich das an, kommen rein, fragen. So wie wir hier in Hitzacker auch mit den Einheimischen, den Kunden, den potenziellen Kunden sozusagen eingerannt werden, wie die uns hier empfangen, wie viel Empathie, wie viel Begeisterung auch mitkommt, weil wir vielleicht auch die eigene Begeisterung an der Sache haben, weiß ich, dass das absolut das Richtige ist, was wir hier tun. Und dass das, was die Menschen zusammenbringt, das ist einerseits ein ökologisch-biologisches zukunftsfähiges Projekt und auch ein soziales zukunftsfähiges Projekt. Weg zu finden gemeinsam und ein Verständnis von dem, was ist Solidarität, wie kann man das leben und das auch gemeinsam so einzuüben, finde ich total wichtig in unserer heutigen Zeit. Das Schöne ist nur, dass es so konkret ist und dass es so lebendig ist. Es hat was mit Lebendigkeit zu tun. Ich habe zum Beispiel einfach bei mir im Garten Steckzwiebeln produziert und ich habe die, weil ich bin nicht darauf angewiesen, für diese Steckzwiebeln irgendwie ein Einkommen zu erzielen. Das hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe die abgegeben. Und ich denke, dieser Spaßfaktor für andere, der sollte in unserer Gesellschaft nicht zu kurz kommen. Ja? Dadurch trägt sich ganz viel. Ja? Es macht Spaß, für andere Steckzwiebeln anzubauen.